ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Und dann kommen wir mal zusammen, die Lachgeschichte zusammenkommen. Komm! Oh, bleibst du nicht nur still. Nochmal! Nochmal, dass auch klappt. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, 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 ha, 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 ho, ha, 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 ha. Yay! Wieder flattern durch die Lüfte. Süß, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Hoch von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja, du bist es, dich hab ich vernommen. Das war's. Ich bin fest. Ich bin fest. Wie die Erde. Wie die Erde. Ich bin stark. Wie ein Bär. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ja, du fällst machen. Um, du auch. Also. Immer gegenüber? Ach so. Na? Immer gegenüber. Und dann los. Und der andere hat Pech gehabt und fällt der um. Der fällt dann hinten rüber. Aber das... Und jetzt reiben wir uns mit einer Schönheitscreme ein, dass die Mundwinkel alle oben bleiben. Her, also. Und schauen in den Spiegel, wie gut wir aussehen. Ich bin Gabriele Thiel, Entspannungspädagogin, Musiktherapeutin. Und durch die Corona-Krise wollte ich gerne was anbieten für alle und habe von dem Lach-Yoga gehört. Und dann sind wir in den Park gegangen. Das macht viel mehr Spaß, ist auch mehr möglich trotz Corona. Und wir machen Bewegungsübungen, zum Teil aus der Kinesiologie oder das, was man so kennt, was uns gut tut und uns lockert. Und was auch verhindern soll, dass wir Muskelkater bekommen. Macht ist, wenn wir zwischendurch kleine Übungen aus dem Qigong machen oder von Thich Nhat Hanh die Bewegungsmeditation, die Atemmeditation.
Und ich habe das Gefühl, dass das den Leuten richtig gut gefällt. Und zwar den Kindern, wie auch den älteren Menschen. Ich muss sagen, sie hat recht mit dem Alter. Ich bin 81, aber das soll mich nicht stören, jünger zu werden. Warum soll man eigentlich als 81-Jähriger nicht jünger werden? Die Frage stelle ich mir echt. Und das ist auch meine echte Meinung. Und deshalb interessiert mich dieses Lach-Yoga so. Weil ich habe gehört, zum Beispiel eine Minute Lach-Yoga ist so viel wie 10 Minuten Jogging. Also wenn man es richtig macht, weil Lach-Yoga wird ja auch für Hochleistungssportler gemacht, wenn man es extrem macht. Wir sind natürlich hier eine Gruppe, wo wir so, ja, so ein bisschen das spielerisch machen, wo für jeden was dabei ist. Aber Lach-Yoga ist auch für Hochleistungssportler. Und ich selber kann nur sagen, seitdem ich das jetzt mache, kann ich wieder weite Strecken zu Fuß gehen. Ich kann auch bergauf gehen, was vor einem Vierteljahr kaum möglich war. Kleiner Hügel und schon war ich müde. Ja, und das ist ganz einfach vorbei. Also mein Name ist Heinz Wiemann. Ich habe über 40 Jahre ein Friseurgeschäft gehabt in Salzgitterbad und bin seit 20 Jahren im sogenannten, ich sag mal, Unruhestand. Und habe dann letztes Jahr Lach-Yoga mal kennengelernt, nachdem ich da spontan eingeladen war. Ja, und das hat also mich so bewegt. Und das hat auch gesundheitlich so viel gebracht. Ich leide zum Beispiel auch mit, ja, ich sag mal, mit Bronchien und Luftmangel und konnte also kaum noch Hügel besteigen, Hügel gehen. Und nach 3-4-maligen Lach-Yoga bin ich jetzt also wirklich, ich kann hier bei uns in Salzgitterbad die Bergstraße wieder hochgehen. Ich kann bis nach Liebenburg gehen, das ist also so wunderbar. Und das hat mich beflügelt, ganz einfach mich für Lach-Yoga stark zu machen. So, zumal es erstaunlicherweise, dass hier in Salzgitterbad noch gar nicht offiziell gibt, obwohl ich sagen muss, in ganz Deutschland oder sogar auf der Welt, kann man sagen, wird Lach-Yoga in jeder Stadt richtig gefeiert. Das Ganze ist dann also, wie gesagt, mal entstanden von einem gewissen Dr. Kataria. Das ist ein Inder, der eigentlich ursprünglich vorhatte, für sein Volk ein bisschen mehr zu tun, weil da sind ja die Medikamente und Ärzterechnungen sehr nicht so erschwinglich, sage ich mal. Und er fing an mit 5 Personen, das war 1985, und jetzt haben wir bereits 6000 Lach-Yoga-Schulen weltweit, allein in Deutschland 200. Und ja, in jeder Stadt gibt es Lach-Yoga, und das Tolle daran, was ich ganz toll finde, am ersten Sonntag im Mai ist Weltlachtag unter dem Motto: Wir lachen für den Frieden gegen den Krieg. Und heute sind wir hier im wunderschönen Park, genannt der Greifpark in Salzgitterbad, und machen also wie jeden Tag 16 Uhr Lach-Yoga für alle, wo alle Bürger ganz einfach hinkommen und eine kostenlose Lach-Yoga-Stunde erleben können. Und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn immer mehr Leute kommen. Und gestern waren zum Beispiel auch Kindergruppe da, und es war ein Kind, was live für sich, ja, einen Vorschlag gemacht hat. Das war so toll, mit einer eigenen Idee und mit einem eigenen Gesang. Also es war wunderbar. Ja, in dem Sinne will ich mich ganz einfach jetzt mal verabschieden.